Aktien-ETFs ist und bleibt ein spannendes Thema. Letzte Woche ging es auch schon um ETFs, um den ETF-Anbieter BlackRock. Heute geht es mal um ETFs an sich. Allgemein, sind ETFs an sich möglicherweise schädlich und gefährlich fürs Finanzsystem? Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Letzte Woche hat hier Arte sein Fett wettgekriegt für die Dokumentation über BlackRock. BlackRock ist der weltgrößte ETF-Anbieter und der Fernsehsender Arte, der hat unterstellt, dass BlackRock dadurch zu mächtig geworden ist und potenziell gefährlich geworden ist. Dem habe ich widersprochen in meinem Video. Eine Frage hat Arte aber nicht aufgeworfen, interessanterweise, nämlich die Frage, was man von ETFs an sich halten soll. Denn wenn BlackRock potenziell böse ist und gefährlich fürs Finanzsystem, dann kann man natürlich auch fragen, ob nicht auch ETFs an sich böse sind und das System gefährden. Aber vorher kurz noch zwei andere Sachen. Also erstmal Alibaba Group. Ich habe ja zu Alibaba auch ein Video gemacht hier vor 2 Wochen. Inzwischen war das Zweitlisting von Alibaba an der Börse Hongkong. Das ist sehr gut gelaufen, war zigfach überzeichnet. Presse war auch wieder ganz aus dem Häuschen. Da ist auch viel geschrieben worden, wieder über Report, Börsengang und so weiter. Man muss das ein bisschen relativieren. Es war natürlich nur ein Zweitlisting von einem sehr großen Wert. Zwar Alibaba war bis jetzt in New York, ist jetzt auch gelistet in Hongkong. Es sind aber nur 3% neue Aktien neu emittiert worden. Aber trotzdem, es ist gut gelaufen, die Aktie war sehr gefragt, eben weil es auch so wenig waren, war gefragt vor allem von den Anlegern auch aus China. Die chinesischen Inlandsanleger, die haben ja bis jetzt keine Alibaba-Aktien kaufen können, aber jetzt über Hongkong können sie das. Dann ist gerade noch ein anderer Börsengang in der Mache und das ist definitiv ein Rekordbörsengang. Und zwar der von Saudi Aramco. Das ist die große staatliche Ölgesellschaft Saudi-Arabiens. Und die stellt jetzt schon wirklich alles in den Schatten, was es bis jetzt an der Börse gibt. Vom Gewinn her, von der Größe her, also auch Apple, auch Amazon. Das ist also wirklich ein Riesending. Trotzdem erwähne ich es nur kurz heute. Es macht keinen Sinn, daraus einen eigenen Beitrag zu machen. Schlicht und ergreifend darum, weil wir die Aktie nicht handeln können. Saudi Aramco wird an der Tadawul gelistet werden in Saudi-Arabien. Da kommen wir einfach nicht ran und darum brauchen wir hier auch kein großes Gedöns machen. Zeichnungsfrist ist schon gelaufen. Sie hätten die Aktie natürlich zeichnen können, wenn sie Bürger wären von Saudi-Arabien. Sie hätten sie dann sogar als Frau zeichnen dürfen. Sie hätten sie sogar als verwitwete und geschiedene Frau zeichnen dürfen in Saudi-Arabien. Sie hätten sie sogar zeichnen dürfen als verwitwete und geschiedene Frau mit Kindern von einem anderen Mann, aber dann nur auf eigene Rechnung. Und sie hätten ihre Verhältnisse vorher klarlegen müssen. Steht alles so im Wertpapierprospekt, ist also alles ein bisschen komplizierter in Saudi-Arabien. Als Ausländer können Sie an der Tadawul nur handeln, wenn Sie ein qualifizierter Investor sind, mit mindestens 500 Millionen Dollar, die Sie verwalten. Falls Sie das sind, melden Sie sich bei mir, dann sprechen wir gerne auch ein bisschen ausführlicher über die Aktie. Aber ansonsten müssen wir das hier erstmal nicht so vertiefen. Was man natürlich aber schon sieht an diesen Rekordmeldungen. Es geht hier in beiden Fällen um sehr große Konzerne aus den Schwellenländern. Und daran sieht man natürlich schon, welche Bedeutung auch die Schwellenländer inzwischen haben in der realen Welt und immer mehr natürlich auch am Finanzmarkt. Langsam muss es also jedem Anleger aufgehen. Langsam kann keiner mehr sagen, die Emerging Markets sind nur so eine Randerscheinung. Ganz im Gegenteil. Sie werden wichtiger, sie beherrschen immer mehr auch die Schlagzeilen
Und wenn Sie jetzt als Anleger auch sagen, ich muss mich in Zukunft einfach mehr mit den Schwellenländern beschäftigen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, schauen Sie hier fleißig meine Zukunftsmärkte-Videos. Und was es zusätzlich auch noch gibt von uns, informieren Sie sich zusätzlich noch über unsere Zukunftsmärkte-Reports. Die sind nämlich auch gratis. Da kriegen Sie viele zusätzliche Infos über die Schwellenländer, über Schwellenländerbörsen und auch zu interessanten Einzelaktien. Und alles, was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Ansonsten keinerlei Verpflichtungen natürlich, das ist ein Angebot, das kann man einfach mal mitnehmen. www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier aber auch nochmal unter dem Beitrag. Aber was jetzt Saudi Aramco betrifft, um da nochmal drauf zurückzukommen, also ich bin schon gespannt, ob es sowas geben wird wie ADRs, dann könnten wir die vielleicht wirklich auch handeln. Und wo ich auch gespannt bin, wie das die Indexanbieter jetzt machen. Es ist natürlich ein riesiger Konzern, der muss irgendwie in die großen Indizes, also bei MSCI, bei Standard & Poor's und so weiter. Aber wie gewichtet man da dann Saudi Aramco? Vom Börsenwert her wird es das größte Unternehmen der Welt sein, aber der Free Float ist klein und der Handelsumsatz wahrscheinlich auch relativ klein. Also wie machen die das jetzt? Eins ist klar, es ist ein neues Schwergewicht, es wird in die Indizes kommen. Und jeder Investor, der die Indizes dann abbilden muss oder der sich daran orientiert, der muss Saudi Aramco dann auch kaufen, ob er das will oder nicht. Und damit sind wir eigentlich schon beim ETF-Thema wieder, beziehungsweise bei einem sehr wichtigen Aspekt von Aktien-ETFs. Da ist dann nämlich da ein Markt oder ein Sektor oder ein Index, der wird abgebildet. Und das, was da drin ist, das wird eben gekauft. Das ist einfach so. Und da stellt sich dann auch keiner die Frage, ob jetzt zum Beispiel Alibaba oder Saudi Aramco, ob das gute Aktien sind, ob das schlechte Aktien sind, hat das Zukunft und ist es auch moralisch vertretbar? Also die Debatte gibt es ja manchmal auch, gerade bei Saudi Aramco, wo manche Leute dann eben auch sagen, da würde ich eigentlich lieber nicht investieren wollen. Aber wenn sie in einen breiten Weltindex investiert sind in Zukunft, dann sind sie da natürlich auch mit dabei. Das ist auch in etwa das, was ich vermitteln wollte in dem Video zu BlackRock. Es ist eben nicht der ETF-Anbieter, der die Entscheidung trifft, in was konkret investiert wird und ob das gut oder schlecht ist, sondern das wird eben vom Markt oder vom Index vorgegeben und die Entscheidung, dass da Geld reinfließt, die trifft der Anleger. Nur der Anleger trifft die Entscheidung ja eigentlich auch nicht so richtig. Der will sie nämlich eigentlich auch nicht treffen müssen. Der entscheidet sich nur für den Index im Grunde und nur für das Thema, aber danach will er ja auch nicht mehr differenzieren eigentlich. Er will ja gerade passiv investieren. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wer trifft denn jetzt die Entscheidung? Und wir kommen auch irgendwie zu dem Ergebnis, im Grunde trifft sie überhaupt keiner mehr so richtig. Warum investieren wir in ETFs? ETFs sind wahnsinnig beliebt, werden immer beliebter und das liegt auch daran, weil sie so kostengünstig sind und weil sie so praktisch sind. Also ich kann im Grunde mit einem ETF oder mit ein paar ETFs ganz breit investieren in den Aktienmarkt und das ist ja auch das, was man tun sollte, was ja auch vernünftig ist. Und wenn ich das mit Einzelaktien zum Beispiel machen will, wenn ich da breit streuen will, dann brauche ich schon relativ viel Aktien und damit auch vergleichsweise viel Geld. Es gibt aber noch einen anderen Grund dafür. Viele Anleger sagen nämlich auch, es bringt nichts, in Einzelaktien oder in aktiv gemanagte Produkte zu investieren. Die aktiv gemanagten Fonds zum Beispiel, die schlagen den Markt an sich ja fast nie. Und dass man den Markt jetzt mit Einzelaktien selber schafft zu schlagen, das ist auch nicht so wahrscheinlich. Also kann man sich die Mühe ja auch gleich sparen.
Und ist klar, viele Aktienanleger, die haben die Erfahrung auch schon gemacht. Einzelaktien können anstrengend sein manchmal. Einzelaktien sind schon ungleich mühsamer, als wenn man das Geld jetzt einfach in ETF pumpt. Immer mehr Leute sehen das dann auch so eben, sind Kleinanleger, sind aber auch große institutionelle Anleger. ETFs sind deshalb auch wirklich auf dem Vormarsch. In USA ist es schon so, dass mehr Geld in passiven Produkten, also in ETFs, steckt als in aktiv gemanagten Fonds. Das kann man natürlich auch kritisch sehen und die kritischen Sichtweisen nehmen auch zu. Die härteste Kritik ist vor 3 Jahren gekommen, und zwar von der Investmentbank Sanford Bernstein. Die hat die Meinung vertreten, dass passives Investieren in der volkswirtschaftlichen Sicht noch schlimmer ist als Sozialismus. Wie kommen die drauf? Es geht da um Kapitalallokation, also um die Frage, wohin fließt in einer Volkswirtschaft das Kapital, das vorhanden ist. Und wer entscheidet das? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Das Kapital soll ja möglichst dahin fließen, wo es am sinnvollsten investiert ist, also in die richtigen Sektoren, in die richtigen Unternehmen. Das wäre dann effiziente Kapitalallokation. Und wenn das passiert, dann geht es der Wirtschaft auch am besten. Und im Kapitalismus ist es so, da sollte das der funktionierende Kapitalmarkt bewerkstelligen. Da treffen dann die vielen Anleger die Entscheidung, wohin das Kapital fließt, und das sei dann auch relativ effizient. Der Sozialismus sei schon weniger effizient, aber es gibt natürlich auch im Sozialismus Kapitalallokation. Da trifft die Entscheidung nur nicht der Markt, sondern die wird eben getroffen von irgendeiner zentralen Planungsstelle. Aber zumindest gibt es auch da jemand, der eine Entscheidung trifft. Nur wenn die Finanzmärkte so sind, dass da nur noch passiv investiert werden würde, dann trifft die Entscheidung ja gar niemand mehr. Und unter den Umständen sei es eben völlig undenkbar, dass es noch eine effiziente Kapitalallokation gibt. Das heißt, wenn Kapital aktiv verwaltet wird, dann muss das für den Anleger jetzt zwar nicht unbedingt besser laufen, aber für das System ist es besser, weil es müssen dann immer Entscheidungen getroffen werden, für die auch jemand verantwortlich ist. Es läuft also nicht automatisch ab und es läuft eben auch nicht beliebig ab. Und da würde ich sagen, also man soll es jetzt nicht zu hoch hängen mit der Allokation, weil das Geld, das in den Aktienmarkt fließt, fließt ja in der Regel nicht direkt in die Unternehmen rein, normalerweise. Außer bei einer Kapitalerhöhung zum Beispiel. Und die werden ja auch von den ETFs mit abgebildet. Also wenn jetzt Alibaba eben nochmal Aktien an die Börse bringt oder wenn Saudi Aramco als sehr großes Unternehmen neu an die Börse geht, dann geht da natürlich eben auch, wie gesagt, automatisch über ETFs Geld rein, ob es sinnvoll ist oder nicht. Genauso bei Anleihen-ETFs, sowas gibt es ja auch. Also wer da auch mal im Index drin ist, der kriegt dann auch automatisch fast immer Geld. Also so wie Bernstein argumentiert, das mag schon alles ein bisschen drastisch sein. Ich würde aber schon sagen, es ist nicht ganz falsch. Ich würde das im Prinzip schon ernst nehmen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es am Markt auch schon entsprechend Verzerrungen gibt, sowohl durch passives Investieren als auch durch andere Strategien, die jetzt vielleicht nicht passiv sind, aber wo die Entscheidung jetzt auch nicht davon abhängt, was jetzt von der Faktenlage her das beste Investment ist. Letzten Endes investiere ich ja in einen ETF, weil ich glaube, dass die Märkte mehr oder weniger effizient sind. Ist natürlich eine ganz große Streitfrage unter Anlegern. Aber wenn ich einen ETF kaufe, dann glaube ich das ja. Ich glaube also, es bringt nichts, wenn ich aktiv nach Möglichkeiten suche und nach Gelegenheiten, weil es die nämlich nicht gibt. Alle Informationen sind am Markt schon eingepreist. Die anderen haben die Arbeit schon gemacht. Die Einpreiser, das sind die anderen. Aber je mehr Leute das glauben, desto weniger trifft es ja zu. Wenn wir wirklich alle glauben, die Märkte sind effizient und alles ist schon eingepreist, und wenn wir darum alle passiv investieren, dann ist gar nichts mehr eingepreist.
Irgendwer muss die Einpreisungsarbeit ja machen. Und die macht immer der aktiv entscheidende Investor. Nur den gibt es dann aber leider nicht mehr. Also man sieht schon, dass mit den effizienten Märkten, das ist in der Theorie alles ganz nett und ist auch nicht falsch, aber man kommt am Ende doch ein bisschen in die Sackgasse. Wir sind natürlich noch nicht so weit. Also wenn wir uns heute Indizes, Aktienmärkte anschauen, ist es nicht so, dass das immer hier alles im Gleichlauf läuft. Also Aktien werden unterschiedlich bewertet nach wie vor, reagieren auch auf Nachrichten. Irgendwer trifft also offenbar noch aktiv Entscheidungen und leistet da Einpreisungsarbeit. Aber trotzdem, es gibt mit Sicherheit schon Verzerrungen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wer in dem Spiel jetzt der Dumme ist. Die Effizienzmarktleute, die sagen natürlich, der Dumme, das ist derjenige, der selber analysiert und auswählt, weil er denkt, das brächte ihm noch was. Das kann schon sein, dass die erstmal recht haben, aber es ist garantiert nicht in jedem Fall so. Und wie gesagt, das Ganze kann auch mal kippen. Nämlich dann, wenn sich alle nur noch auf den effizienten Markt verlassen, dann sind nämlich plötzlich wieder die im Vorteil, die das so nicht glauben, sondern die ab und zu auch mal eine eigene Meinung vertreten. Und die würden dann plötzlich von der Börse belohnt werden, sozusagen, dafür, dass sie selber denken. Verrückte Welt. Aber hoffen wir mal, dass es so weit nie kommt im Sinne der ETF-Industrie. Auf jeden Fall gibt es viele Menschen, die die Börse hassen und die Investoren hassen, weil die Investoren angeblich nie begreifen, was Unternehmen sind, was sie da vor sich haben. Die sehen nicht, was da geleistet wird. Die verstehen auch die Geschäftsmodelle nicht, sondern die würden immer nur Zahlen, Zahlen, Zahlen sehen. Kennzahlen, Renditezahlen, Bewertungen und so weiter. Diese armen Leute, die das glauben, wenn die wüssten, dass es ja noch viel schlimmer ist in Wahrheit, weil die Investoren, die noch auf Zahlen schauen, das sind ja die, die noch relativ nah dran sind an Unternehmen. Das ist ja Fundamentalanalyse, das ist ja schon fast vorsintflutlich. Wenn man passiv investiert, sind einem die Fundamentaldaten fast immer egal. Und wenn wir nicht passiv investieren heutzutage, dann handeln wir Korrelationen, Sentiment, Linien, Kurven, Trendausbrüche, Fibonacci-Retreatments, wiederkehrende Muster. Und dann gibt es ja noch die Algorithmen, was die handeln, das weiß überhaupt keiner mehr. Wir kommen natürlich alle nicht umhin, uns mit solchen Dingen auch zu beschäftigen. Wir müssen uns ja auch die Frage stellen, was denken jetzt die anderen? Wovon geht denn der Markt so aus? Aber was mir trotzdem keiner erzählen kann, ist, dass diese ganzen Instrumente und Strategien nicht noch irgendeinen Beitrag leisten dafür, dass die Märkte effizienter werden. Ganz im Gegenteil. Zumindest dann nicht, wenn wir unter effiziente Märkte verstehen, dass da die konkrete fundamentale Lage und der reale Wert von Unternehmen eingepreist ist. Und das ist ein weiterer Grund dafür, warum ich persönlich immer noch große Sympathien habe für Investments in Einzelaktien. Neben den Gründen, die ich im letzten Video ja auch schon genannt habe. Ich habe immer noch einen kleinen gewissen Hang zur Fundamentalanalyse, die kein Allheilmittel ist, ist völlig klar. Aber ich glaube nach wie vor, dass es sich lohnen kann, zu versuchen, Unternehmen zu analysieren und zu verstehen. Und irgendwie gehe ich schon noch immer auch noch davon aus, dass börsennotierte Unternehmen Werte an sich repräsentieren und dass dort im Idealfall auch Werte geschaffen werden. Das war ja ursprünglich mal der Grund, warum man Aktien gekauft hat. So. Und die Zeit geht dahin. Es gibt noch viel zu sagen zu diesem ganzen Themenkomplex, ETFs, effiziente Märkte, Strategien. Das war garantiert nicht der letzte Beitrag zu diesen Themen. Und demnächst mache ich auch ein Video speziell zum MSCI Emerging Markets Index. Und da geht es darum, welche Werte sind da drin, wie ist er bewertet momentan, was wirft er ab, ist es ein sinnvolles Investment. Und außerdem geht ja das Jahr auch langsam seinem Ende zu.
Das heißt, die nächsten Wochen gibt es dann auch wieder einen Ausblick aufs neue Jahr, auf 2020. Das wird ja mit Sicherheit auch wieder sehr spannend bei den vielen Themen, die gerade so im Raum stehen. Also verpassen Sie das alles nicht, bleiben Sie dran bei Zukunftsmärkte, was natürlich am besten dadurch geht, dass Sie unseren Kanal abonnieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann immer auch gleich die Glocke drücken. Dann sehen Sie nämlich immer gleich, wenn neue Videos da sind und was für Videos da sind. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Ich wünsche Ihnen eine gute Börsenwoche und danke Ihnen wie immer fürs Zuschauen.